und herzlich willkommen zu Pound Attack. Heute in diesem kurzen Video möchte ich dir eine meiner absoluten Lieblingsübungen zeigen. Mit dieser Übung trainierst du vor allem deine Bauch- und Rumpfmuskeln. Alles, was du dafür benötigst, ist eine einfache Kinderschaukel. Ich wünsche dir viel Spaß. Für diese Übung setzt du deine Hände direkt unter deinen Schultern auf und platzierst deine Füße auf der Schaukel. Am besten zuerst den einen Fuß und dann den anderen Fuß. Achte bei dieser Übung unbedingt darauf, dass du nicht durchhängst, sondern deinen Bauch fest nach innen ziehst, deinen Rücken ganz gerade hältst. Drück deine Schultern bewusst nach unten und schau nach unten. Jetzt ziehst du deine Knie Richtung Brust und die Schaukel zu dir ran. Dann streckst du deine Beine wieder aus, sodass der Rücken gerade ist. Ran und strecken. Ran und strecken. Ran und strecken. Wichtig ist, dass dein Gewicht auf deinen Händen bleibt. Ausatmen vor, Knie kommen zur Brust. Einatmen, nach hinten strecken und aufpassen, dass du nicht durchhältst. Diese Übung ist ziemlich anspruchsvoll. Als Einsteiger solltest du versuchen, mindestens 5 Wiederholungen zu schaffen. Wenn du schon ein bisschen trainierter bist, kannst du 10 bis 20 Wiederholungen machen. Insgesamt solltest du 3 bis 5 Runden schaffen. Zwischen jeder Runde kannst du 30 bis 60 Sekunden Pause lassen. Ich hoffe, du probierst diese Übung aus und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn du außerdem Lust hast, abzunehmen, fit zu werden und deinen Stoffwechsel anzuregen, dann klicke auf den Link in diesem Video oder unter diesem Video und ich schicke dir meine kostenlosen 90 Rezepte zum Abnehmen und Fitwerden zu. Bis dann, ciao!